Einstein wird Ihnen präsentiert vom vollelektrischen Toyota BZ4X. Eine Katastrophe mit unvorstellbaren Ausmaß. Das Erdbeben in der Türkei und Syrien vom 6. Februar. Geschätzte 60'000 Menschen sind ums Leben gekommen. Begraben in ihren Häusern, wo sie gewohnt und geschlafen haben. Warum sind so viele Gebäude eingestürzt? Einstein ist mit einem Team von der ETH ins Katastrophengebiet gereist. Das Ausmaß ist unvorstellbar. Ich weiß es nicht, wie ich das in Worten ausdrücken kann. Und wie ist es hier bei uns, in der Schweiz? Auch wir leben hier zum Teil auf heiklem Boden, wo Erdbeben sogar verstärkt. Einstürze, Todesfälle, Schwerverletzte, eine große Anzahl von Obdachlosen würde man auch in der Schweiz sehen. Die meisten Wohnhäuser bei uns stammen aus einer Zeit, wo es noch keine Baunormen für Erdbeben gegeben hat. Wie sicher sind eigentlich unsere Häuser? Und wie klärt man das ab? Ich bin unterwegs in Zürich. Da wollen wir ein älteres Haus untersuchen und schauen, wie erdbebensicher das ist. Ich treffe den Shafak Arsan Türkoğlu und seinen Assistenten. Hallo. Shafak, freut mich. Emanuele. Hallo, Emanuele. So, was haben wir heute vor? Wir werden dieses Gebäude bezüglich Erdbebensicherheit untersuchen. Und wir fangen an, zuerst draußen machen wir. Laufen wir einmal um das Gebäude herum und dann gehen wir ins Gebäude rein und machen dort einige Aufnahmen. Der Shafak ist Ingenieur, spezialisiert auf Erdbebensicherheit und auf das Abklären von älteren Bauten. Für die ETH Zürich hat er in seiner Heimat Türkei eine Erkundungsmission organisiert und war 6 Wochen nach dem Erdbeben vor Ort. Wir sind ja jetzt erst zurückgekommen von der Türkei-Mission. Ich kenne die Bilder nur aus dem Fernsehen. Wie ist das, wenn man selber dort ist und das mit dem eigenen Augenschein sieht? Es war auf jeden Fall eine Herausforderung, die nicht nur technisch, sondern auch menschlich ist. Wir haben verwüstete Städte gesehen, viele Schadensbilder und auch versucht, das Ganze zu dokumentieren. Und für mich von Interesse waren aus technischer Sicht bestehende Mauerwerksbauten, und weil die sind auch in der Schweiz sehr üblich sind, für mich im Schwerpunkt lag, dass wir auch Lehren für die Schweiz ziehen können aus den Schadensbildern. Wir von Einstein haben die Mission in der Türkei begleitet. Die ETH-Mission startet in Gaziantep. Die 2-Millionen-Stadt in der Südtürkei wurde vom Beben weitgehend verschont. Von hier aus geht's Richtung Norden, wo viele Orte schwer getroffen wurden. Nach 30 Minuten Fahrt sind entlang der Straße immer mehr Schäden zu sehen. Erster Besichtigungsstopp. Bei der Erkundungsmission sind neben 3 ETH-Ingenieuren auch Fachleute aus anderen Ländern dabei. Der Balkon vom 1. Stock liegt jetzt auf Bodenhöhe. Das Erdgeschoss ist komplett eingestürzt. Daneben schauen sich die Ingenieure an, wie die Stützen im Parterre gebaut wurden. Bröckeliger Beton. Hier fällt uns auf, dass die Verschiebungen sind jetzt extrem groß. So etwas nennt sich ein Stützenmechanismus. Und in den Stützen hat sich ein plastisches Gelenk eingestellt. Wenn ein Gelenk dort entsteht, dann ist die Stütze nicht mehr in der Lage, vertikale Kräfte aufzunehmen oder da zu stehen. Dann kommt es zu einem sogenannten Softstory-Mechanismus oder zu einem Einsturz in diesem Geschoss. Die falsch konstruierten Stützen führten also dazu, dass der untere Stock hier eingebrochen ist. Ein Soft-Story-Kollaps, also ein weiches Erdgeschoss, auch bei diesem Haus. Auch Details können sich fatal auswirken. Die nehmen glatte Armierungseisen, die schlechter halten. Eisen mit Rippen sind ja nicht teurer. Es ist ja gleich viel Stahl. Das betroffene Gebiet liegt nahe der Grenze zu Syrien. Die gesamte Türkei liegt auf 2 Verwerfungslinien. Dort treffen Erdplatten aufeinander, die sich verschieben. Die Spannungen entlang der Platten lösen sich jeweils ruckartig auf und sorgen immer wieder für schwere Erdbeben.
Am 6. Februar kam es im Süden der Türkei innerhalb Stunden gleich zu zwei schweren Beben. Das erste in der Nacht hatte eine Stärke von 7,8. Das zweite am Morgen eine Stärke von 7,5. Es waren die verheerendsten Erdbeben in der Türkei seit über 1000 Jahren. Schwer betroffen war auch die Stadt Kahramanmaraş, nördlich von Gaziantep. Kahramanmaraş hat mehr Einwohner als Zürich. Halt im Stadtzentrum, das besonders schwer getroffen wurde. Noch konnten nicht alle Trümmer weggeräumt werden. So bleiben Zeugen wie dieses Haus. Hier haben wir ein typisches Beispiel von dem sogenannten Pancake-Kollaps, Pancake-Einsturz. Das ist die schlimmste Art. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man hier Menschen aus den Trümmern retten kann. Die Stützen und Wände konnten das Gewicht der 6 Stockwerke nicht halten. So stürzte Boden auf Boden. So sah das Haus vorher aus. Hat der Ingenieur versagt? Ein Fehler beim Entwurf? Die Vorschriften in der Türkei, die wurden ab 2000 verschärft. Und es ist hier gut möglich, dass das Gebäude vor 2000 gebaut ist, als man dieses Prinzip starke Stütze, schwache Regeln noch nicht hatte. Das können wir nicht wissen. Aber sowas nach der, also wenn man Gebäude nach den modernsten Normen ab 2000 baut, dann sowas dürfte nicht passieren. Gleich gegenüber. Hier stürzte sogar fast der gesamte Straßenzug ein. Es war eine zentrale Einkaufsstraße mit vielen Wohnungen über den Läden. Jetzt eine lange, große Lücke. Das Team der Erkundungsmission wandert in kleinen Gruppen durch die Ruinenlandschaft, sucht und dokumentiert Indizien, wieso hier tragende Elemente nachgegeben haben. Bilder vom Februar, 3 Tage nach dem Erdbeben. Tausende von Menschen wurden hier lebendig begraben, als es nach 4 Uhr morgens das erste Mal bebte. Auch dieser Stadtteil war schwer getroffen worden. Der regionale Sitz der Ingenieursgesellschaft TMMOB hat das Beben aber praktisch unbeschadet überstanden. Dies sorgte auch international für Schlagzeilen. Wir treffen den Präsidenten der Sektion. Auch er ist Bauingenieur. Die Schäden an der Wand stammen vom 10-stöckigen Nachbarhaus, das zusammengebrochen ist. Buda Dalkran beschreibt, wie eine Frau und ihre Tochter aus dem 10. Stock hier lebendig aus den Trümmern gekrochen sind. Die Hauswand wirkte als Stütze. Die Frau habe sich bei ihm bedankt. Es war dieses Wohnhaus, das kollabierte. Auch die umliegenden Wohnblocks sind fast alle eingestürzt. Der Ingenieur führt uns ins Gebäude. Der Mitarbeiter im Sekretariat sei umgekommen, mit seiner ganzen Familie. Nur eine Straße von hier, erzählt er. Im Innern sind nur wenige Schäden zu erkennen. Dennoch wird das Verbandsgebäude derzeit nicht genutzt. Sehen Sie, hier steht noch ein weiteres 10-stöckiges Gebäude. Es kann jederzeit einstürzen. Sie sehen, wie nahe wir sind. In seinem Büro blieb noch keine Zeit zum Aufräumen. Er zeigt die aktuellen türkischen Baunormen für erdbebensicheres Bauen. Ein dickes Buch mit 390 Seiten. Sie gehören weltweit zu den strengsten. Diese Normen sind unsere Referenz. Seit 2019 sind sie in Kraft. Und wir hatten beim Beben glücklicherweise nur wenige Probleme mit Gebäuden, die gemäß diesen neuen Normen gebaut wurden. Viele Häuser, die einstürzten, wurden vor den ersten Normen von 1998 gebaut. Es gab sicher auch einige Probleme mit der Materialqualität und der Ingenieursleistung. Aber das größte Problem in dieser Gegend ist der Boden. Es war früher Landwirtschaftsland.
Das ist der Grund für die vielen Einstürze im Stadtzentrum, die fehlende Tragfähigkeit des Bodens. Draußen führt er uns an einen Ort, wo die Häuser auf weichem Boden standen und deswegen einstürzten. Das ist der Ort, wo wir 1200 Menschenleben verloren haben. Hier waren die Ebra-Häuser. Früher war dieses ganze Gebiet Landwirtschaftsland. Die weiche Bodenstruktur sei dann beim Bau der Häuser in den 1990er Jahren nicht berücksichtigt worden. Dazu kommen Qualitätsprobleme. Die Eisenumfassungen der Säulen wurden nicht korrekt verankert, stellt der Ingenieur fest. Und auch der Beton sei früher oft schlecht gemischt worden und habe nicht gehalten. Die Ebrar-Häuser von Karamanmaraş. 8 der großen Wohnblöcke stürzten beim ersten Beben ein. Ihre Bewohnerinnen und Bewohner hatten keine Chance zu entkommen. Die Stadtteile im älteren, oberen Teil von Karamanmaraş haben deutlich weniger Schäden erlitten. Sie liegen auf festem Grund. Die Reise geht weiter mit dem ETH-Team Richtung Norden nach Elbistan. Besuch im staatlichen Regionalspital. Ihm konnte das schwere Erdbeben nichts anhaben. Dies dank besonderer Baumaßnahmen im Untergrund. Dort sieht sich das Team an, wieso das Spital das Erdbeben so gut überstand. Durch eine seismische Entkoppelung mit solchen Puffern. Die ganze obere Gebäudestruktur gleitet auf der gebogenen Fläche der Puffer, fast wie auf einer Halfpipe im Snowboard. Es gleitet also hin und her und reduziert so die Kraft, die auf den oberen Teil des Gebäudes wirkt. So gibt es praktisch keine Schäden. . 455 dieser Isolatoren gibt es im ganzen Spital. Sie haben es vor dem Erdbeben geschützt. Die letzte Station dieses Tages erreicht das Team über einen Bergpass. In Gölbaschi wollen sie sich noch dieses Haus ansehen. Es ist einfach umgekippt. Am Boden weisen Risse darauf hin, dass sich hier der Untergrund stark bewegt hat. Das Fundament konnte offenbar nicht standhalten, obschon das Haus erst vor einem Jahr fertig gebaut wurde. Das Team trifft einen Anwohner, der früher mal in der Schweiz gearbeitet hat. Einige hier wollen mit Häusern nur handeln und Geld verdienen, wie mit diesem. Sie brauchen schlechten Beton mit nur 10-20% Zement. Ich habe 50% verwendet. Er zeigt sein Haus. Es sei völlig intakt, es gebe keine Probleme. Hier sind eigentlich maximal 3 Stockwerke erlaubt. Wieso machen Sie 5, 6, 7? Das ist das Problem hier. Was kann man für Lehren ziehen aus so einer Katastrophe, auch für die Schweiz? Ich untersuche mit dem Schaffer Carson Türkoğlu ein Haus in Zürich. Mit was für einem Zwischenfazit sind ihr eigentlich zurückgekommen? Wieso sind so viele Gebäude eingestürzt? Könnt ihr das schon festmachen? Also die Erdbeben hatte natürlich eine enorme Stärke, in gewissen gegeben sogar über das Normniveau. Ja. Das ist sicher ein Grund für die Schäden, ja, oder für die Verwüstung beispielsweise in Hatay. Mhm. Es ist natürlich schwierig, genauere Aussagen zu machen, ohne die Pläne zu studieren oder Bauweise zu können. Ja. Aber wir hatten generell schon den Verdacht, dass einige Versagensbilder auch auf die Nichteinhaltung von den Vorschriften zurückzuführen sind. In dem Zimmer fangen wir an messen. Entsprechend Plan auch der Wirklichkeit? Wir haben Pläne bekommen, wir wissen aber nicht, ob eine Änderung am Gebäude getätigt worden ist.
Jeder Zentimeter zählt. Wir schauen, wie dick sind die Mauern, wie hoch die Fenster. Ja, 2,04 Meter. Das ist später wichtig für die Berechnung des Erdbebenrisikos. Das ganze Haus wird so überprüft. Auch wichtig, wie und mit was ist das Haus gebaut worden. Vor allem der Boden interessiert. Da kommt ein Radargerät zum Einsatz. Es kann quasi in den Boden hineinschauen. Gesucht werden Armierungseisen, die auf eine Decke aus Stahlbeton deuten würden. Also bei Stahlbetondecken ist die Decke in der Lage, die Wände zusammenzuhalten. Bei einer Holzbalkendecke ist dies oft nicht der Fall, weil die Holzbalken diese Gebäudeintegrität nicht gewährleisten können. Das Bild zeigt nur leichte Schatten. Heisst, es sind keine Eisen drin, sondern, wie vermutet, Holzbalken. Typisch für ältere Häuser und von denen gibt es in der Schweiz einen Haufen. Und schon das allein macht sie weniger erdbebensicher. Auch in der Schweiz wurden über Jahrzehnte Häuser gebaut, ohne an Erdbeben zu denken. Eine moderne, griffige Erdbebennorm für Bauten gibt es erst seit 2003. Für den Erdbebenverantwortlichen des Bundes gelten deshalb nur solch neuere Gebäude als wirklich sicher. Wir haben hier eine moderne Schule, die nach den heutigen Normen gebaut wurde, für welche man weiß, dass sie erdbebensicher ist. Und auf der Seite hier haben wir ältere Wohngebäude, die vor den modernen Normen gebaut wurden und für welche man nicht genau weiß, was der Niveau der Erdbebensicherheit ist. Das Problem? Es gibt 1,8 Millionen Wohngebäude in der Schweiz und die meisten davon stammen aus einer Zeit ohne griffige Erdbebennorm. Konkret wurden über 80% der Wohnhäuser vor der modernen Norm von 2003 erstellt. Das heißt nicht, dass sie alle katastrophal sind, eine Prozentzahl davon sicher so, aber ja, im Großen und Ganzen eine große Unbekannte. Duvernay greift gerne zum Lego-Modell, um das Problem zu verdeutlichen. So, das ist ein Gebäude mit einer typischen Schwachstelle. Das ist ein Erdgeschoss hier, wo man sieht, es gibt nur Stützen und gar keine Aussteifung mit Wänden. Also, um so ein Gebäude erdbebensicher zu machen, braucht es eine Aussteifung in diesem Erdgeschoss. Da haben wir diese ganz schönen Wände, die wir dazu verbrauchen werden. Also es braucht eigentlich pro Hauptrichtung des Gebäudes eine gute Aussteifung. Und jetzt haben wir das Gebäude in beiden Richtungen ausgesteift und der sollte sich viel besser in einem Erdbebenfall verhalten. Okay, jetzt können wir das Gebäude neu testen. Und Sie sehen, man kann es ziemlich heftig schütteln und es ist richtig im Erdgeschoss ausgesteift. Es verformt sich viel weniger und wird nicht kollabieren. Nachträglich so verstärkt werden vor allem ältere öffentliche Gebäude, wie dieses Schulhaus in Aesch, Basel-Land. Erdbebeningenieurin Pia Hannewald zeigt die Hauptmaßnahme. Eine Wand, die durchs ganze Gebäude verläuft. Die Wand hat die Funktion, dass sie hier auf dieser Seite vom Gebäude zusätzliche Steifigkeit und Widerstand bringt, weil hier vorher nur Stützen waren, die sich einfach mitbewegen beim Erdbeben. Hier außen haben wir die Bewährungsstäbe mit recht großem Durchmesser, die über alle Geschosse durchlaufen und die auch relativ eng verbügelt sind. Weitere Maßnahmen sind solche Halterungen für die weniger stabilen Backsteinwände. Ja. Doch machen solche Nachrüstungen auch private Hausbesitzer? Fragen wir Pia Hannewald, die auch Präsidentin der Fachgesellschaft für Erdbebeningenieurwesen ist. Also ich denke, das Bewusstsein ist noch nicht überall entwickelt, auch bei Gebäudeeigentümern. Unter Umständen auch das Bewusstsein, dass es in ihrer Verantwortung liegt, für die Erdbebensicherheit vom Gebäudebestand zu sorgen. Und dann denke ich, in der Schweiz ist es auch regional geprägt, verschieden entwickelt. Also das Bewusstsein dafür, dass es überall in der Schweiz ein Thema ist, die Erdbebenthematik, nicht nur in Basel und im Wallis. Das Basler Erdbeben von 1356 mit einer geschätzten Stärke von 6,5 verursachte es viele Todesfälle und schwere Schäden. Ein solch schweres Beben kann die Schweiz statistisch gesehen alle 475 Jahre treffen. Noch häufiger kann sich ein 5,8-Beben wie 1946 in Sierre ereignen.
Das Schadenspotenzial solcher Beben ist heute viel größer als damals. Und zwar in der ganzen Schweiz. Das hat, wie in der Türkei, auch mit dem Boden zu tun. Beim Erdbebendienst der ETH setzt sich Paolo Bergamo mit dieser Frage auseinander. In den letzten 5 Jahren hat er Daten aus vielen kleinen Beben gesammelt und daraus ein Modell erstellt, wie der Boden in der Schweiz auf Erdbeben reagiert. Ob ein Haus auf festem, felsigen oder lockerem Sedimentgrund steht, macht einen großen Unterschied. Bei einem Erdbeben verstärkt ein lockerer Grund die Erschütterungen. Sie werden bis zu 10-mal so stark wie auf Fels, so die Analysen der ETH. Das betrifft große Gebiete der Schweiz, entlang der Flüsse oder an Seeufern, wo sich in den letzten 100 Jahren viele Siedlungsräume ausgedehnt haben. Vom Rhonetal übers Mittelland, Innerschweiz bis ins Rheintal. Diese Karte zeigt, dass nicht nur die Nähe zu einer Erdbebenzone ein Risikofaktor ist, sondern auch der Boden, auf der eine Ortschaft steht. Es ist ein zusätzlicher Faktor, der das Risiko erhöhen kann. Zum Beispiel auch im dicht besiedelten Limmatal zwischen Zürich und Baden. Hier sehen wir, wie die Stadt Zürich auf verschiedenen Sedimenttypen liegt. Ein Großteil der Stadt liegt auf Schwemmgebieten entlang der Sihl und der Limmat. Das sind generell weichere Böden mit einer größeren Verstärkung. Die größten Risiken herrschen in den Großstädten. Wegen des Untergrunds und weil dort viele Gebäude stehen und die Menschen dicht auf dicht leben. Es wäre auch möglich, dass man Einstürze sieht. Wahrscheinlich nicht so systematisch, wie wir es in der Türkei gesehen haben, weil das war wirklich ein sehr, sehr heftiges Erdbeben. Aber Einstürze, Todesfälle, Schwerverletzte, eine große Anzahl von Obdachlosen würde man auch in der Schweiz sehen. Ein mittelschweres Erdbeben würde viele Schweizer Städte so treffen wie Basel auf dieser Fotomontage. Doch bei der Vorsorge gilt das Prinzip Eigenverantwortung. Eigentümerinnen und Eigentümer sollten ihre Häuser überprüfen und, wenn nötig, verstärken. Wenn es ums Nachrüsten von Gebäuden geht, gibt es einen echten Pionier in der Schweiz. Ihn treffe ich bei der ETH Zürich auf dem Hüngerberg. Nicht ganz zufällig. Thomas Wenck, es freut mich sehr. Kathrin Hüniger. Grüezi wohl. Guten Tag, Frau Hüniger. Das ist das erste erdbebenertüchtigte Gebäude in der Schweiz. 1994 ist das verstärkt worden mit diesen Diagonalstützen. Im ursprünglichen Zustand sind nur die schlanken Stahlbetonstützen. Ah, also das sind die, ursprünglichen Stützen. Aus der Bauzeit. Nein, vertikal schon, aber horizontal nicht. Die neuen Stützen sollen also verhindern, dass das Auditorium im Erdgeschoss einbrechen würde. Öffentliche Gebäude werden so nachgerüstet. Bei älteren Wohnhäusern ist das aber gar nicht so einfach, erklärt mir Thomas Wenck. Unter seiner Leitung ist 2017 das Regelwerk für bestehende Bauten erschienen. Einstein ist mit ihm auf einen kleinen Rundgang. Erste Station. Ein typisches Wohnquartier im Schweizer Mittelland. Wie verhalten sich ältere Einfamilienhäuser mit wenigen Geschossen, gebaut vor allen Erdbebennormen? Ja, also grundsätzlich sind bei so niedrigen Häusern, wie wir hier jetzt haben, also mit einem Erdgeschoss und einem Obergeschoss, die sind nicht besonders gefährdet. Natürlich gibt es immer wieder Einzelfälle, die vielleicht rausstechen, weil man im Erdgeschoss Wand entweder von Anfang weggelassen hat oder nachträglich rausgenommen hat. Wer Zweifel hat, kann eine erste generelle Überprüfung machen lassen durch eine qualifizierte Fachperson. Das muss nicht teuer sein. Zweite Station. Große Mehrfamilienhäuser wie hier in einem Zürcher Quartier. Häufig erstellt in den Boomjahren ab 1950. Hier sieht Thomas Wenck auch von außen immer wieder heikle Konstruktionen. Also dort, wo eine Wand typischerweise im Erdgeschoss einfach
unterbrochen ist, wie man es jetzt hier sehr schön sieht, dort haben wir ein Problem. Eben das gibt das Softstory, das horizontal weiche Erdgeschoss. Gleich nebenan ein Neubau als Vorbild mit einer durchgehenden Stahlbetonwand. Und damit ist es bei weitem genügend erdbebensicher. Ganz so sicher wie Neubauten müssen ältere Gebäude übrigens nicht sein. Die Normen, die Thomas Wenck mitverfasst hat, lassen hier Spielraum. Letzte Station, die Altstadt von Basel. Wie sieht es aus bei solch historischen Altbauten? Jetzt von der Bauweise haben wir Natursteinmauerwerk, jedes ein bisschen anders, und Holzbalkendecke. Und beide sind nicht ideal für Erdbebensicherheit. Und häufig redet auch der Denkmalschutz mit, will möglichst wenig Eingriffe. Dieses Haus aus dem Mittelalter soll renoviert werden. Die Problemstellen sind freigelegt. Eine Mauerwand aus verschiedenen Epochen. Und die Holzbalkendecke liegt frei auf, hält die Wände nicht. Die normale Massnahme, das wäre Stahlbetonwand und Stahlbetondecke. Und damit zerstört man selbstverständlich die ursprüngliche Bausubstanz. Er hat hier eine andere Lösung. Da wollen wir also die Verbindung, die jetzt auf Reibung basiert, die wollen wir mit mechanischen Anker verstärken. Und die Decke soll mit einer Holzplatte versteift werden. Und dann will er uns noch dieses Haus in Kleinbasel zeigen. Es hat das große Basler Beben praktisch unbeschadet überstanden. Man sieht, es ist ganz simpel. Es hat auf jeder von der vier Seiten eine grosse Wand. Und das reicht schon. Auch alte Häuser können also robust gebaut sein. Zurück an der ETA treffe ich nochmal den Schaffag Arson Türkoğlu. Wie erdbebensicher ist das Haus, das wir untersucht haben? Das ist das 3D-Modell von dem Haus. Der Ingenieur hat unser untersuchtes Haus modelliert, jedes Element des Hauses Wand für Wand durchgerechnet, analysiert und. Da hat sich gezeigt, dass diese Wand von der Südfassade am anfälligsten ist. Sprich, das ist die rosa-rote. Das ist hier diese Wand richtig. Das heißt, wenn die Wand hier um den Fußpunkt drehen würde, das ist jetzt die Situation hier. In diesem Zustand für diesen Mechanismus haben wir den tiefsten Erfüllungsfaktor. Das heißt, die Wand würde die heutigen Baunormen nicht hundertprozentig erfüllen. Muss man jetzt Massnahmen ergreifen? In diesem Fall werden nur Massnahmen angezeigt, die verhältnismäßig sind. Und bei diesem Gebäude gehen wir davon aus, dass eine allfällige Massnahme nicht verhältnismäßig ist. Demnach darf man den jetzigen Zustand bezüglich der Erdbebensicherheit nach SIA akzeptieren. Bei älteren Häusern gibt es eben Spielraum, abhängig von den Kosten. Zum Abschluss gehen wir noch in die Bauhalle der ETH. Oh wow! Da steht ein riesiger Erdbebensimulator, wo man ganze Wände minutiös durchtesten kann. Der Forschungsleiter zeigt uns, wie er stundenlang Belastung auf Stahlbetonwand aufgebaut hat. So lang und stark, bis die Verankerung ins Rutschen gekommen ist. Wäre sie in der Mitte gebrochen, wäre sie instabil geworden. Mit solchen Experimenten will man künftig Gebäude noch sicherer machen. Vielleicht auch in der Türkei, wo es nach dem Erdbeben einen riesigen Bedarf gibt für neue Häuser. In der Türkei braucht es mehr als 300.000 neue Häuser. Sie wurden zerstört oder müssen abgerissen werden, weil sie einsturzgefährdet sind. Wo immer das Erkundungsteam der Ingenieure hinkommt, die Schäden in den betroffenen Dörfern und Städten sind enorm. Bagger tragen den übrig gebliebenen Schutt ab. Kolonnen von Lastwagen bringen die Fracht aus der Stadt. Auf solche Deponien wie hier bei Kahramanmaraş. Die Überreste ganzer Stadtteile werden hier abgeladen. Was passiert mit den Lücken, die sie hinterlassen?
Auch mit dieser Frage beschäftigt sich das Erkundungsteam der ETH. Wie baut man die Städte so wieder auf, dass sie erdbebensicher sind? Die Reise geht am letzten Tag der Erkundungsmission von Gaziantep in den Süden, nach Antakya. Diese Stadt wurde beim Erdbeben besonders schwer getroffen. Nach 3 Stunden erreichen sie Antakya. Schon bei der Einfahrt zeigt sich deutlich, wie heftig hier das Beben gewütet hat. Kaum ein Straßenzug scheint hier nicht betroffen zu sein. Leere Flächen, wo der Schutt bereits weggeräumt wurde. Das Team trifft hier eine Architektin, die in der Stadt geblieben ist und die Behörden beim Wiederaufbau berät. Mit ihr geht ein Teil der Gruppe in die Altstadt, die kaum mehr erkennbar ist. Ich war mir nicht bewusst, dass Erdbeben eine solche Zerstörung anrichten können. Das ist wirklich enorm. Das Spezialgebiet von Nikola Blagojevic ist der Wiederaufbau nach einem Erdbeben. Hier erhält er viel Anschauungsmaterial. Eine historische Stadt liegt in Trümmern. Antakya war bekannt für seine kulturelle Vielfalt und religiöse Toleranz und zunehmend beliebt bei Touristen. Wo ansetzen beim Wiederaufbau? Zuerst brauche es dazu eine Analyse, sagt die Architektin aus Antakya, angefangen beim Boden. Wir wussten schon vorher, dass es hier ein Problem mit dem Boden gibt. Das war dokumentiert. Bevor wir jetzt neue Siedlungen planen und erstellen, müssen zuerst die Bodenverhältnisse, die tektonischen Verwerfungslinien genau geklärt und Karten erstellt werden. Drüben im neueren Stadtzentrum sind teilweise auch moderne Gebäude eingestürzt. Wie die Architektin vermutet, auch wegen des weichen Bodens. Hier entdeckt das Team dieses Haus. Es liegt komplett umgekippt auf der Seite. Dann stößt dieser Mann dazu. Er hat hier gewohnt und das Unglück überlebt und beschreibt, wie sein Haus umstürzte. Er zeigt, wie das Haus ausgesehen hat. Und dann erzählt er, dass er jeden Tag hierher komme, weil er nach einem Andenken an seinen Sohn suche. Er und seine Frau seien beim Unglück umgekommen. Die türkische Ingenieurin Zeynep reagiert betroffen. Überall, wo ich hinkomme, treffe ich auf solche Schicksale. Als Ingenieurin fühle ich mich mitverantwortlich, wegen meines Berufs. So empfinde ich das. Dokumente gefunden in den Trümmern. Tausende sind gestorben. Zehntausende wohnten hier. Viele der Überlebenden sind weggezogen, zu Verwandten in anderen Regionen. Eine große Herausforderung. Die Wiederaufbaumaßnahmen sind immer noch nicht geklärt. Diese Ungewissheit ist nicht gut, weil dann die Leute nicht wissen, ob sie bleiben sollen oder sich anderswo Arbeit suchen. Diese Ungewissheit verstärkt die Migration aus diesen Gebieten und verschlechtert die Möglichkeit einer Erholung. Es könnte passieren, dass hier Geisterstädte entstehen. Eine ernste Sache. Das Team fährt weiter, will einen weiteren Ort inspizieren. Zurück bleibt eine traumatisierte Stadt und eine Frau, die mithelfen will, dies zu überwinden. Antakya hat eine ungewisse Zukunft. Doch da ist immer noch Hoffnung. Und um diese Hoffnung am Leben zu erhalten, arbeiten wir nun daran, die Prioritäten für den Wiederaufbau zu setzen. Zum Beispiel Geschäfte und Schulen rasch wieder öffnen, fügt sie hinzu. Klar ist, auch wenn hier künftig erdbebensicher gebaut wird, die Herausforderungen gehen weit darüber hinaus. Şafak Arslan Türkoğlu, was ziehen dir für Konsequenzen, was für Lehren aus dieser Mission in der Türkei?
Erdbeben sind auch in der Schweiz möglich. Der Unterschied im internationalen Vergleich liegt darin, dass diese viel seltener vorkommen. Es muss aber auch in der Schweiz mit Erdbeben gerechnet werden. Also mehr Bewusstsein schaffen? Mehr bewusst auf jeden Fall. Also wenn es um die Erdbebensicherheit von bestehenden Bauten beispielsweise geht, da muss genau geschaut werden, untersucht werden, in welchem Umfang die Erdbebensicherheit gegeben ist. In der Schweiz existieren Vorschriften, die regeln die Erdbebensicherheit bei Neubauten. Das große Fragezeichen liegt natürlich bei den bestehenden Bauten. Danke vielmals für den Einblick. Dankeschön. Ein Risiko bei Erdbeben gibt es auch bei uns in der vermeintlich sicheren Schweiz. Bei 4 von 5 Wohnhäusern weiss man schlicht nicht, wie sicher das sind. Es gibt heute gute Methoden, wie man Gebäude schützen kann. Gut bauen hilft, überprüfen auch. Naturkatastrophen die treffen uns auch in der Schweiz. Zum Beispiel im Bergdorf Brienz, wo Menschen ihr Zuhause verlassen müssen, weil ein Felssturz droht. Wie die Forschung probiert, in Windeseile irgendeine Rettung zu finden, das siehst du hier. Und wenn du magst, was wir machen, dann abonniere doch unseren Kanal. Einstein wurde Ihnen präsentiert vom vollelektrischen Toyota BZ4X.